Nachdem wir jetzt echt schon einen Monat hier in Nukuhiva sind, ist es heute tatsächlich Zeit, mal aufzubrechen und weiter zu segeln. Wir werden noch einen kleinen Zwischenstopp auf einer anderen Insel von den Marquesas machen, bevor wir uns dann auf die Tour Motus aufmachen. Ja, und im Hintergrund seht ihr Mario, und der war gerade noch einmal an der Tankstelle und hat ein bisschen Diesel geholt. Seitdem wir angekommen sind, haben wir ja noch nicht nachgetankt, und bevor wir jetzt auf die Tour Motus aufbrechen, ist es auf jeden Fall eine gute Idee, nochmal den Tank halbwegs voll zu haben. Ist ja doch ein bisschen sehr remote, läuft auf den kleinen Atollen. Deswegen waren wir heute Morgen noch mal relativ früh schon 5 Uhr auf dem Markt zum Einkaufen. Da Diesel noch, und jetzt gleich machen wir uns ready, Nukuhiva zu verlassen. Irgendwas von kaputt. Da waren wir jetzt unterwegs. 4 Stunden oder so? 3? Ja. Die erste Stunde sind wir unter dem Motor gefahren, weil wir halt Wasser gemacht haben müssen. Dann habe ich den Mario animiert, dass wir Segel setzen. Ich bin noch 10 Minuten angeguckt, aber ich schlafen gegangen. Also keine Ahnung, was wir machen, Wege wäre K.O. Dann haben wir geredet. Weitermachen so. Lass uns auch mal eben zu den Tour Motus fahren, während ich da unten ein bisschen Hayabu mache. Also alles wie immer. Westliche schöne Zwischendurch würde ich auch noch kochen und abwaschen. Ich meine, hast du zwischendurch das Brot gefunden, von den Bälle hast du reinkommen lassen. Siehste, sag ich ja. Und kein Brot gewischt in dem Fall. Nur weil der kein Boot fahren kann und die Wellen so nimmt, dass es reinläuft, soll das jetzt wieder mein Problem sein. Männer. Wir haben das Ding hier jetzt ins Wasser gelassen und werden uns mal die erste Bucht von Uapu angucken. Von der Kulisse her mit diesen Steinen da oben, das ist echt schon ziemlich spektakulär. Wir haben uns auch schon sagen lassen, dass Drama. Wie ein Sechser im Lotto ist, wenn man tatsächlich mal alle davon sieht, sollte man sofort ein Foto mit seinem eigenen Boot machen, weil das ist so unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber wir gehen jetzt einfach mal gucken, was uns da so erwartet. Oder, Captain Krasnabat? Was hier noch so geht.
Der Motor geht schon mal nicht. Der Motor geht schon mal. Dann möchte ich noch mal die Treppe zeigen, wie sauber meine Seite eigentlich geworden ist. Ja, die Seite zeigen wir mal. Ja, meine Seite, ne? Die ich schön stundenlanger Kleinarbeit sauber gemacht habe. Einzugehen, weil der wird weniger durch die Gegend geschubst die ganze Zeit. Un historique géologique remarquable, historique français. Schon so ein bisschen tropisches Inselparadies hier. Wenn man sich anguckt, was hier alles wächst. Oh Mann, groß. Hängen leider ein bisschen hoch. Ist das hier Limetten? Oh, cool. Die Telefonzelle ist ja geil. Rotkäppchen. Bin ich ja auch. Draußen vom Walde komme ich her. Dass wir links zum Manfred müssen, 1,5 Kilometer lang. Rechts, wo Mario gerade steht, geht so ein Feldweg ein. Und da kommen wir zum Wasserfall mit dem Swimmingpool. Yay. Da schauen wir jetzt mal vorbei. Heide, heide! Uns wurde ja gesagt, wenn wir zum Wasserfall wollen, dann sollen wir das unbedingt morgens machen. Beziehungsweise halt auf dem Hinweg zu Manfred und nicht andersrum auf dem Rückweg. Aus zwei Gründen. Einmal schmilzt dann die Schokolade schneller, die man im Rucksack hat. Und der zweite Grund ist wohl, dass man tatsächlich mehr Ruhe vor den Nocians und den Mücken hat. Wusste ich gar nicht, dass das so Langschläfer sind. Aber alles sehr schön hier aufbereitet. Sehr ordentlich, sehr sauber alles. Ja, das ist bislang meine größte Erkenntnis, wie unglaublich schön die Natur und sauber und gut im Schuss hier alles ist.
echt ein Traum. Also so hat man sich das eigentlich überall in der Wildnis vorgestellt, aber in der Karibik war das leider mal gar nicht so. Im Gegenteil, da wäre jetzt hier so ein idyllischer Fluss völlig mit Plastik und mit allem möglichen Rotz voll. Hier alles Taco. Nein, das ist noch nicht der Wasserfall. So, meine guten Hiking-Schuhe an! Gerade noch in die Kamera gelobt, wie unglaublich sauber das hier alles ist und wie gut in Schuss hier alles gehalten wird von den Franzosen oder von den Einheimischen. Und dass wir uns halt eigentlich so überall in der Wildnis, in der exotischen Karibik vorgestellt haben, so schön sauber und unberührt, aber Pustekuchen, war ja nicht der Fall. Also das ist meine Erkenntnis, Südpazifik ist im Augenblick noch ein absolutes Kleinod. Sehr schön. Machen, weil die Locals das so cool hinbekommen haben. Bei denen sah das aber irgendwie ein bisschen besser und entspannter aus. Aber hey, er hat sich immerhin nicht wehgetan. Wasser ist so unglaublich kalt, das kann man sich nicht vorstellen. So schön sauber, keine Haie drin und hier kann man es echt aushalten. Manfred Will. Mit der besagten Pfanne. Dreimal hauen? Ja. Begrüßungskomitee ist unterwegs.
Heute ist der 31. Nein, der erste. Oh. Mal nachher zum Geburtstag gratulieren. Cool. Hervorragend, danke schön. Ja. Danke dafür. Und seit wann lebst du hier? Das heißt, du zapfst jetzt einfach den Wasserfall an? Nein, der Wasserfall ist unten. Ich habe da oben habe ich so eine Kaptage gemacht, wo ich Wasser abfange. Okay. Cool. Hier habe ich immer Wasser. Wenn die unten haben, die kein Wasser oder auf der anderen, ich habe immer. Die ganzen Jahre habe ich immer Wasser. Witzig. Und gefiltert Wasser. Hier kannst du, mein Wasser kannst du aus dem Hahn trinken. In den Häusern unten niemals Wasser aus dem Hahn trinken. Okay. Genau. Du kannst nur dahin gehen, wo an der Stuhle dieser Druckknopf ist. Mhm. Nicht am Kee, wo du duschen musst, das Wasser nicht trinken. Ne? Okay. Dazu, weil ich, wenn ich hier zumache, gebe ich 5000 Liter in einer Stunde auf einen anderen Graden. Dann tut der, die haben mit 10 Familien haben die, brauchen die Wasser, ne? Dann bringe ich Wasser darüber, damit die Fässer voll sind. Ja, das ist so abgemacht. Okay. Ah, da ist eine Batteriebank. Ja. Ich wollte dieses Jahr austauschen mit Gel-Batterien. Da ist dieser Scheiß angekommen oder was? Sie sind über 5 Jahre schon alt, die Batterien, und geben noch. Mhm. Solange wieder nicht kaputt ist, tausche ich dann aus. Never touch a running system. Das ist wahrscheinlich der Inverter, oder? Nee. Mhm. Den habe ich auf 24 Volt gemacht, weil der ist in 24 Volt. Ich wollte den in 12 Volt haben. Der kostet sofort 100.000 mehr. Ich habe gesagt, 24 Volt fertig. Okay. Der macht jetzt 2 Kilowatt, sagst du, oder? Ja, 2000. Normalerweise wollte ich einen haben, der 5000 Watt macht, so kann ich ihn mit schweißen, aber das ist so teuer. Vielleicht ein bisschen später. Jetzt kommt ein bisschen mehr Geld. Hier ist das wahrscheinlich ätzend, das hier hinzukriegen. Nein, mit dem Schiff von Aranoi. Und da geht der aus. Also ich schätze mal, so von Victron wird der, was wird der kosten? Knappe 2000 Euro. Also 200.000 Euro. Ist das so der Preis oder hast du jetzt einen? Ja, okay. Das Einzige, was da kaputt drin war die LED. Ich habe dann für 700 Euro habe ich so eine Lampe gekauft. LED-Lampe, die da reingemacht. Hier, nimm mal die Tablette. Jawohl. Mach den mal auf Fotoapparat. Ja. Deine Kamera. Und dann machen wir ein Foto spezial. Ist in Ordnung. Das gibt's nur hier. Foto spezial. Ja, das gibt's nur hier. Ich hab Angst. Nein. Das ist spezial. Ja, ein bisschen Angst. Nein. Gib mal dahin. Mit dieser Hand machst du deinen Fuß. Und diese Hand, die machst du dahin.
Ach so, an die Nudel halten. Verstehe. Wenn man eine Reise tut, hat man ja sowieso viel zu erzählen. Aber heute, der Tag bei uns, war schon ziemlich aufregend. Boah, abgesehen von der holprigen Fahrt jetzt gerade, sind wir jetzt hier auf Huapu, gegenüber von Nukuhiva, eine der kleineren Marquesas-Inseln. Und sind jetzt hier eine Stunde, anderthalb, durch den Wald gehiked. Verschlungenen Faden. Irgendwo in die Berge. Wir sind dann irgendwo angekommen bei Manfred, dem Schokoladenmann, der uns schon angekündigt wurde. Ein Deutscher aus Münster, der sich hier niedergelassen hat. Wow. Was ich eigentlich erzählen wollte, war, dass wir da nach 2 Stunden Hiken angekommen sind. Und wir begrüßt wurden, kennt ihr eigentlich eine Nina, die sollte unten in der Bucht sein, vor Anker? Ich so, ja, das hier ist Nina. Ja, ich habe eine Nachricht von ihrem Freund, von irgendeinem Freund bekommen, dass die mich heute besuchen kommt und ich der eine Tafel Schokolade schenken soll. Ende von der Geschichte ist, das war Juan Po, unser Freund aus Shelter Bay, der ernsthaft eine SMS an Manfred geschickt hat, einmal um die halbe Welt,